Im Folgenden zeigen wir euch Aufnahmen aus Rech im Ahrtal. Rech hat es bei dieser Flut, bei diesem Hochwasser recht schwer getroffen. Wir fahren hier gerade aus Richtung Dernau kommend und müssen hier auch, weil noch hier der Einbahnstraßenverkehr ist, durch die Weinfelder fahren. Und ihr seht, hier ist es eigentlich auch schon relativ weit weg von der A, aber auch hier stand das Wasser und es hat auch hier einiges zerstört. Wir fahren also durch die Weinfelder in den Ort Rech. Dort werden wir euch zeigen, wie es aktuell aussieht, und ihr werdet dann auch relativ schnell erkennen, dass hier noch einiges zu tun ist. Wir fahren hier über Behilfsbrücken, weil die Brücken an sich, die existieren gar nicht mehr, genauso wie viele Häuser auch gar nicht mehr existieren. Wenn ihr hier beim Aufbau, beim Aufräumen helfen möchtet, dann könnt ihr dies auf jeden Fall machen. Ihr könnt natürlich ins Ahrtal fahren und gucken, wo ihr helfen könnt. Es gibt genug Stationen, wo Schilder aufgebaut sind. Helfer bitte hier melden. Aber ihr könnt natürlich auch im Voraus schon mal im Internet schauen. Wir haben euch drei Links in die Videobeschreibung unter dieses Video gepackt. Und da gibt es einen Link, wo ihr gezielt den Weinwinzern helfen könnt, und andere Links, wie zum Beispiel das Helfer-Shuttle und auch eine andere Organisation, wo gezielt gesammelt wird, wer meldet sich zum Helfen, und dann wird dort eingeteilt, wo wird gerade Hilfe benötigt, was könnt ihr überhaupt machen. Das geht über Putz abschlagen, entrümpeln, lauter so Sachen, und es ist hier noch so viel zu tun. Wie gesagt, ihr werdet es gleich auch in den folgenden Aufnahmen sehen. Hier vorne geht es dann gleich links runter in den Ort, vorbei an Bahnschienen, die, ja, ihr seht es jetzt hier, auch nicht mehr wirklich da sind. Das ist hier mittlerweile eine Behilfsstraße, und da vorne geht es gleich links, und dann seht ihr auch das tatsächliche Bild, wie das Wasser hier gewütet hat, und es fängt quasi jetzt an. Hier seht ihr direkt die Bundeswehr vor euch, eine Behilfsbrücke, nur auch im Einbahnstraßenverkehr zu befahren, und hier steht erstmal nichts mehr. Wir fahren nun einmal zu der einen Behilfsbrücke, die ist in ein paar Metern rechts, und zeigen euch dann mal bei einer Fahrt durch Rech, wie es aktuell ausschaut, fahren dann gleich über die Behilfsbrücke der Bundeswehr wieder zurück und dann weiter A aufwärts. Ansonsten lassen wir euch jetzt auch mit diesen Aufnahmen hier alleine. Die müssen auch nicht weiter kommentiert werden, denn wie es hier ausschaut und aktuell wie die Lage ist, das erkennt ihr auf dem ersten Blick. Thank you.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.